Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Erzgebirge Aue. Endstand 2:2 vor 1724 Zuschauerinnen. Ich begrüße hier auf dem Podium neben mir die beiden Trainer Pavel Dotschew und Timo Schulz. Die Pressevertreter sind uns per Video zugeschaltet und haben die Möglichkeit, ihre Fragen im Chat zu stellen. Zunächst bitte ich aber unseren Gast um sein Statement zum Spiel. Ja, ist mal Glück auf. Also es ist nicht einfach, wenn man so kurz vom Abpfiff das Gegentor bekommt, jetzt so alles sachlich und fachlich zu analysieren, aber ich versuche es. Es war so, dass wir schon wussten, dass, was heute auf uns zukommt. Die Mannschaft von St. Pauli natürlich war vor allen Dingen erste Halbzeitspiel ist uns überlegen. Wir haben aber auch unser Plan so gehabt, dass wir das Spiel ein bisschen mehr an Pauli übergeben sowieso und dann Nagelstiche setzen. So sind wir auch erfolgreich gewesen, haben auch 1-0 gemacht, aber das war viel zu wenig, also viel zu selten genau das, dass wir hinter die Kette von Pauli kommen. Wir haben auch die Pressinglinie nicht immer gut überspielt und unsere Außenverteidiger standen relativ flach. Wir wollten schon das absichtlich, um die gegnerischen Mittelfeldspieler zu locken, die uns anzulaufen und Raum zu schaffen dahinter. Aber das haben wir nicht gut gemacht und die Bälle kamen immer wieder nicht mal bis zur Mittellinie und dann das Spiel hat sich, oder sage ich mal so, erste Halbzeit hat so für mich fast ganze Zeit bei uns vom Tor entwickelt und wir haben gar keine Entlastung dadurch gehabt. Und was noch dazu kommt, denke ich mir, dass wir mit dem Anlaufen noch ein bisschen Probleme gehabt, weil unsere zwei Stürmer müssten theoretisch die Außenverteidiger noch abfangen und die Laufwege waren viel zu lang einfach und oft hat das nicht funktioniert und deswegen St. Pauli war spielisch uns überlegen. Wir haben das auch zweite Halbzeit ein bisschen verändert, ein bisschen auch korrigiert und ich denke, dass zweite Halbzeit standen wir viel, viel besser auf dem Platz, waren wir schon auf Augenhöhe, würde ich sagen. So habe ich das empfunden. Wir haben immer wieder ein und andere gute Chance gehabt. Wir haben sogar zwei Ecken produziert, zweite Halbzeit. Also ich will nur damit sagen, nach der Umstellung von uns, es hat unser Spiel viel, viel besser funktioniert. Und natürlich kann ich sehr, sehr zufrieden sein, dass wie die Mannschaft das heute gemacht hat. Das war schon sehr, sehr stark und vor allen Dingen für uns war wichtig, nach 4 verlorenen Spielen, dass wir endlich mal auch mal Erfolgserlebnis haben. Es ist leider so im Fußball, wenn man so in der Nachspielzeit Gegentor bekommt, ist ja auch gefühlte Niederlage, obwohl, muss ich auch mal an dieser Stelle sagen, wenn einer uns vorm Spiel gesagt hätte, in Pauli holen wir Punkt, hätten wir natürlich auch sofort unterschrieben gehabt. Aber es ist schon ärgerlich, weil das ist jetzt schon das dritte Spiel, wo wir in der Nachspielzeit Gegentor hineinnehmen müssen. Und das sind wichtige Punkte für uns. Gegen Regensburg war der Fall, gegen HSV und jetzt heute wieder. Das sind 6 Punkte. Ich will nur hoffen, dass, wie man sagt, im Fußball gleicht sich alles aus und dass wir in der restlichen Spiele vielleicht das Glück ein bisschen mehr auf unserer Seite haben. Aber war ein sehr interessantes Spiel, sehr spannendes Spiel, eine sehr starke Mannschaft von St. Pauli und deswegen kann ich Kompliment aussprechen an die beiden Mannschaften, an Timo und an St. Pauli wünsche ich vom Herzen alles Gute und ich weiß, was das bedeutet hier für die Fans und für die Region hier, wenn St. Pauli, nicht nur in der Region, ich glaube, Pauli hat weltweit Fans, also was das heißen würde, wenn die Mannschaft aufsteigt. Also deswegen vom Herzen alles Gute und wir versuchen woanders unsere Punkte zu holen. Dankeschön. Vielen Dank. Dann würde ich Timo um sein Statement bitten. Ja, erstmal vielen Dank. Ich glaube, dass wir erste Halbzeit sehr dominant waren, eigentlich nur einen Schuss zulassen und der war gleich drin. Das haben die Auer sehr gut ausgespielt. Da waren wir momentlang nicht aufmerksam, verlieren einen entscheidenden Zweikampf. Das passiert, das gehört zum Fußball dazu.
Zweite Halbzeit, meine Mannschaft wollte unbedingt. Man hat gemerkt, dass sie immer mehr angerannt ist, ungeduldiger wurde, auch ein bisschen die Rückraumsicherung vernachlässigt hat. Und das haben die Auer dann gut gemacht mit ihren Balleroberungen, vielen langen Bällen auf ihren Zielspieler vorne drin. Da haben sie dann wirklich uns das ein oder andere Mal auch erwischt und sind zu Chancen gekommen. Dementsprechend müssen wir am Ende glücklich sein, dass wir das 2-2 noch holen. Klar waren wir irgendwo dominant, aber es war auch gewollt dominant. Und wir haben es einfach nicht geschafft, uns genügend klare Chancen rauszuspielen. Und trotzdem muss ich der Mannschaft ein Lob aussprechen. Sie wollten unbedingt bis zum Ende. Sie haben echt investiert in jeden Zweikampf, in jeden Laufweg, auch wenn heute bestimmt nicht alles richtig gelaufen ist. Aber den Punkt nehmen wir mit und werden ihn morgen dann sicherlich aber auch nochmal kritisch analysieren müssen. Und dann geht es aber schon direkt am Dienstag weiter. Von daher haben wir gar nicht so viel Zeit, um da irgendwie ins Hadern zu kommen. Vielen Dank, Timo. Dann kommen wir zu den Fragen. Die erste geht an unseren Gast von Tim Eckert vom Millanton. Herr Dotschev, Erzgebirge Aue spielte defensiv mit einem 5-3-2. War das die Formation, die Sie in der Analyse als bestmögliche gegen den FC St. Pauli ausgemacht hatten? Ja, wir wollten schon Gegenball mit Fünferkette hinten spielen, mit drei Mittelfeldspielern und mit den zwei Stürmern. Das war der Plan, definitiv. Aber was nicht der Plan war, ist, wie gesagt, dass das Spiel so nah an unser Tor stattfindet, sondern wir wollten eigentlich, wie ich schon sagte, die Pressinglinie erste Pressinglinie überspielen. Das haben wir nicht gut gemacht. Zweite Halbzeit war tatsächlich so, dass wir auch gesagt haben, wir verlagern das Spiel in der gegnerischen Hälfte, ab und zu den langen Ball. Und da waren wir sogar erfolgreich und haben sehr gute Chancen. Sogar auch Prinz Ofusu einmal plötzlich stand überraschend alleine vom Tor. Der war, glaube ich, zu sehr überrascht, deswegen hat er daneben geschossen. Also das war schon auf jeden Fall, zweite Halbzeit waren wir effizienter und auf jeden Fall besser. Die nächste Frage ist von Max Weinhold an Timo Schulz. Was hat den Ausschlag pro Dittgen gegeben und inwieweit hat er das, was du dir von ihm erhofft hast, auf den Platz gebracht? Für Dittes spricht immer seine Schnelligkeit, seine Wucht, seine Power. Wir wollten uns auch die Option offen halten, vielleicht mal den Flügel doppelt zu besetzen, weil wir schon auch ein bisschen darauf spekuliert haben, dass Aue vielleicht mit Fünferkette spielen wird. Ich glaube, dass wir die Situation dann auch teilweise sehr gut rausgespielt haben, aber wir haben sie halt nicht zum Ende bringen können. Und ich glaube, das war heute das größte Manko, dass wir viele gute Ansätze hatten, dass wir auch in den Abläufen häufig sehr, sehr gut positioniert waren und dann aber immer wieder ein Zentimeter im Pass fehlte, der erste Kontakt nicht sauber war, die Flanke dann nicht in die gefährliche Zone gekommen ist, oder das waren einfach zu viele Kleinigkeiten, die heute nicht gut genug waren. Michael Ackermann von der Bild-Zeitung möchte wissen: Schulle, ihr wart das beste Team 2021. Jetzt drei Spiele ohne Sieg. Was bedeutet das für die nächsten Spiele gegen Dortmund und den HSV? Hast du jetzt Sorge, viel zu verlieren? Also wir haben heute auch nichts verloren. Wir haben heute einen Punkt gewonnen. Also ich kann, was soll ich verlieren? Also ich verliere vielleicht mal einen 5-Euro-Schein, wenn ich Pech habe. Aber wir wollen das Spiel gegen Dortmund so angehen, dass wir das gewinnen. Auch wenn das natürlich weitaus schwerer wird als vielleicht unsere Ligaspiele. Und alles andere interessiert mich nicht. Also was war letztes Jahr, was für eine Serie haben wir, jetzt ist unsere Heimserie gerissen, davon kann ich mir nichts holen. Also ich versuche inhaltlich mit der Mannschaft zu arbeiten, versuche sie bestmöglich auf Dortmund einzustellen, das ist mein Ansatz. Eine weitere Frage von Michael Ackermann: Inwieweit konnte Christopher Buchtmann heute die Rolle von Daniel Kofi-Tschere ausfüllen? Also, du kannst sie natürlich als Spielertyp nicht 1-1 vergleichen. Ich glaube, Buchti hat es häufig geschafft, das Spiel von links nach rechts zu kippen. Er hat mir noch häufiger gewünscht, dass er auch mal selber in die Tiefe geht oder den Ball tief spielt. Aber da die Auer echt extrem kompakt gerade im Zentrum standen und auch nicht viel Raum mit ihrer letzten Kette haben, war das natürlich nicht so einfach. Und dementsprechend haben wir uns alle, glaube ich, heute ein bisschen schwerer getan, die klaren Chancen rauszuspielen. Das wäre dann natürlich schon auch für Buchti besser gewesen, wenn er häufiger mal in die Abschlusssituation kommt, weil sein linker Fuß natürlich auch eine Waffe ist. Frank Sorgatz, Regionalsport. Schulle, warum habt ihr es nicht geschafft, mehr Tempo in die Offensivaktionen zu bekommen? Ja, wie ich schon gesagt habe, auf der einen Seite natürlich ein extrem kompakt stehender Gegner, der wenig Raum angeboten hat. Und auf der anderen Seite dann
auch viele Abläufe, die nicht zu hundertprozentig klar waren. Die, glaube ich, in den Ansätzen waren sie immer wieder da, aber dann fehlte der erste Kontakt, dann haben wir es nicht sauber zu Ende gespielt, dann kam die Flanke nicht richtig. Ich glaube, wir haben erste Halbzeit, obwohl wir jetzt nicht die hundertprozentigen Chancen haben, kommen wir 5-6 Mal wirklich gut zum Abschluss innerhalb des 16ers. Und da muss dann vielleicht auch einfach mal einer reingehen, dann hat man hinten raus vielleicht mehr Räume, dass man dann auch ein zweites, drittes, viertes machen könnte. Aber dafür war auch heute einfach zu kompakt und zu gut. Carsten Harms, Hamburger Abendblatt. Ein positiver Aspekt ist, dass zwei weitere Spieler ihre Torpremiere in dieser Saison feiern konnten. Wie sehr freust du dich in dieser Hinsicht für Jakov und Etienne? Ja, bei Jakov war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, weil man den immer als sehr torgefährlich wahrnimmt. Der hatte, glaube ich, auch in Magdeburg im Pokal schon getroffen, in der Liga dann das erste Mal. Der hat natürlich eine extreme Kopfballstärke, nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Ja, da verspreche ich mir schon noch einige Tore mehr. Und bei Eti ist es einfach so, der war 3-4 Monate verletzt. Und wir kennen seine Qualitäten, diese Haken, die er dann auch vorm Tor gezeigt hat. Und wenn der Junge erstmal ins Rollen kommt, dann werden wir, glaube ich, in der Rückrunde auch noch viel Spaß an dem haben. Aber allgemein, glaube ich, haben wir es heute einfach nicht geschafft, uns in aussichtsreiche Torschusspositionen zu begeben. Und wenn doch, dann haben wir es einfach nicht gut genug abgeschlossen. Nochmal Max Weinhold, Hamburger Morgenpost. Rückraum bzw. Konterabsicherung ist ein Thema, auf das du viel Wert legst. Wie sehr ärgerst du dich vor diesem Hintergrund über das 0-1? Ja, muss mir die Szene nochmal angucken. Ich glaube schon, dass wir eigentlich von der Grundordnung, von der Positionierung alle gut da sind. Es ist ein harter Zweikampf, ich glaube, zwischen Packer und seinem Gegenspieler bei uns vor der Bank, wo der Auer-Spieler sich gut durchsetzt und vielleicht auch ein bisschen Glück hat, dass das nicht gepfiffen wird. Und dann nehmen sie am Flügel Tempo auf und wir verlieren dann im Zentrum unseren Mann, obwohl wir die innere Linie haben, irgendwo aus dem Blick. Das sind dann einfach 2-3 Fehler zu viel und dementsprechend haben die Auer das dann auch bestraft. Tim Eckert, Millanton. Timo, in der zweiten Halbzeit ist Eric Smith gar nicht mehr zwischen die Innenverteidiger gefallen und ihr habt die Spielkontrolle mehr und mehr verloren. War das so geplant? Ja, das war tatsächlich so geplant. Wir wollten mit 3 aufbauen, aber Packer sozusagen als dritten Spieler dazu haben, damit wir eben im Zentrum noch einen Spieler mehr haben, Buchti noch eine Linie höher schieben können. Ich glaube auch gar nicht mal, dass das unbedingt unser Problem war. Wir haben ja auf der linken Seite einige Situationen, wo wir uns durchspielen, wo wir auch eben zum Abschluss kommen. Na, das Problem waren eher die längeren Bälle von Aue, wo wir dann teilweise uns nicht gut abgesprochen haben in der Innenverteidigung oder der Prinz Owusu den Ball eben gut festgemacht hat. Ich glaube, die reine Konterabsicherung war nicht das Problem heute. Kommen wir zur vorerst letzten Frage. Nochmal Tim Eckhardt. In der zweiten Halbzeit habt ihr es offensiv mit einer Art 3-1-4-2 probiert. Warum die Umstellung nach der eigentlich dominanten ersten Halbzeit? Ihr oder Aue? Wir. Boah, ich tue mir immer ganz schwer da drin, irgendwie was mit 3-1-4-2 oder 3-5-2, nur weil Dittgen vielleicht mal auf den Flügel ausweicht. Also wir haben eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich glaube eher, die Auer haben ein bisschen angepasst und wie gesagt, das Hauptproblem waren in meinen Augen die langen Bälle auf Owusu und eben unsere Ungenauigkeiten. Das hat weniger was mit dem System zu tun gehabt. Da ist noch eine Frage reingekommen. Alex Heger, Rockantenne. Timo, hättest du gerne etwas mehr Zeit für die Vorbereitung auf das Pokalspiel am Dienstag oder freust du dich darauf, dass die Mannschaft so bald direkt nochmal die Chance hat zu zeigen, was sie wirklich alles drauf hat? Jetzt haben wir mal ein Heimspiel nicht gewonnen, da müssen wir direkt zeigen, was wir eigentlich drauf haben. Also beim besten Willen. Ich glaube, wir sollten auch mal ein bisschen von dem Anspruchsdenken runterkommen, dass wir hier jeden Gegner aus dem Stadion fegen. Wir sind der FC St. Pauli. Wir sind ja nicht die Übermacht, die einfach mal eben über Aue hinwegfegt. Wir haben heute kein gutes Spiel gemacht und können dementsprechend froh sein, dass wir hinten raus uns noch einen Punkt erkämpft haben. Und ich glaube, das war verdient, weil die Mannschaft große Moral gezeigt hat. Und ehrlich gesagt bin ich mir relativ sicher, dass wir am Dienstag wieder frisch sein werden und wir haben Bock auf das Spiel. Und alles andere, gerissene Serie oder was gut machen oder so, habe ich ja vorhin, glaube ich, auch bei einer anderen Frage schon gesagt, das ist nicht mein Thema. Dann einmal die Frage in die Runde, gibt es weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann unseren Gästen eine gute Heimfahrt. Dankeschön. Vielen Dank und wir sehen uns dann Dienstag wieder. Tschüss. Tschüss.